Tag und willkommen zum neuen Video. Ja, wie ihr schon sehen könnt, haben wir 4 Grafikkarten aufgebaut und ja, das erklärt so schon ziemlich den Test. Wir wollen nämlich schauen, ob die 2060 Super bzw. die 2070 Super von den neuen Navi-Karten in den Custom-Varianten geschlagen werden können, wenn PCI Express 4.0 verwendet hat. In den Ausgaben 09 und 010 2019 haben wir ja schon einen Test gemacht oder mehrere Benchmarks gezeigt, wie denn PCI Express 4.0 im Gegensatz zu 3.0 abschneidet, das heißt im GPU-Limit, und haben dann eben rausgefunden, dass das teilweise sogar bis zu 10% schneller sein kann, je nach Spiel, das ist immer ein bisschen davon abhängig, und genau deswegen wollen wir uns das Ganze heute mal anschauen. Zu unserem Test verwenden wir einmal die 2070 Super Gaming X Trio von MSI und die 2060 Super Gaming X von MSI im Vergleich mit der Asus Strix 5700 und der PowerColor 5700 XT. Die Karten kennt ihr ja schon teilweise, also die beiden Superkarten auf jeden Fall, da haben wir schon was zu gemacht. Die PowerColor ebenfalls. Zu Asus Strix folgt natürlich noch ein Video. Unser Testsystem ist ein Ryzen 7 3700X bei Standardtakt, ganz normal, das heißt nichts verändert. Wir könnten ja noch übertakten theoretisch, macht aber jetzt in dem Szenario nicht wirklich Sinn, da wir im GPU-Limit und nicht im CPU-Limit sind. Dazu gesellen sich 16 GB DDR4 3200 RAM. Das Mainboard ist ein ASRock X570 Taichi, das heißt auch schon ein bisschen besseres. Wir haben natürlich immer sichergestellt, dass die Karten auch mit PCI Express 4.0 laufen, weil sonst wäre das Ganze ein bisschen witzlos. Ja, und eben die jeweiligen Grafikkarten, die wir stehen haben. Bei den Spielen haben wir uns so eine Mischung ausgesucht, die, denke ich mal, relativ gut ist und die so verschiedene Engines zeigt und wie gut die eben jeweils performen. Von ganz neuen Titeln wie Control bis hin zu ein bisschen älteren Titeln wie Forza Horizon 4. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt mal die Benchmarks an. Als erstes haben wir Shadow of the Tomb Raider, das kennen wir schon von anderen Benchmarks, unter anderem mit der 2060 Super. Hier in der WQHD-Auflösung läuft das Ganze auch ganz gut. Wir können sehen, die beiden Karten sind so ziemlich gleich schnell. Die 5700 ist sogar ein Stückchen schneller teilweise. Das ist aber im, ich sag mal, Margin of Error, das heißt so 1-2 FPS maximal. Mit der 2070 und der XT sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Die 2070 ist doch nochmal ein gutes Stück schneller als die 5700 XT. Auch wenn wir hier eine Red Devil haben, die relativ hoch taktet, wie wir schon sehen können, mit einem recht hohen Power Limit und fast 2 GHz Takt. Hier könnte man natürlich auch noch auf 4K-Auflösung gehen, denn wir haben hier relativ viele FPS. Wenn man Tomb Raider, kann man natürlich auch mit etwas weniger spielen. F1 2019 als nächstes, ebenfalls in WQHD mit dem ultrahohen Preset, läuft auf AMD ungefähr genauso gut wie mit der 2060. Das heißt, die 5700 ist etwa gleich schnell. Das ist natürlich immer von Spiel zu Spiel abhängig, welche Karte schneller ist. Allein von der GPU her müsste in der Theorie die 2070 bzw. 2060 eigentlich schneller sein als die jeweilige AMD-Karte. Bei den beiden schnelleren Karten sieht das Ganze wieder ähnlich aus, wobei hier die 5700 XT ganz minimal langsamer ist wie die 2070. Hier sprechen wir von etwa 3-5%, also kein wirklicher großer Unterschied. Als nächstes Control, ein wirklich neues Spiel, zu dem wir auch erst letztes ein Testvideo bzw. ein Technik-Check-Video gemacht haben. Läuft hier ebenfalls in WQHD und hier können wir sehen, dass die Nvidia-Karten ein gutes Stück schneller sind, über 10%. Das liegt einfach daran auch, dass das Spiel sehr gut für Nvidia optimiert ist. Hier gibt es ja auch optional noch DXR, also Raytracing, sowie DLSS und andere Techniken. Das heißt, hier hat Nvidia wirklich etwas Geld reingepumpt, um das Ganze für Nvidia ein bisschen, schätze ich mal, zu optimieren. Das gleiche Bild sehen wir auch bei der 2070 Super gegen die XT. Hier ist diese teilweise sogar 20% schneller. Überbrückung
Sturmschalter des Direktors ist da, im Kontrollraum. Wie kommen wir da hin? Als nächstes Metro Exodus. Das frisst in selbst in Full HD mit maximalen Details, das heißt mit extremen Einstellungen, schon sehr viel Hardware. Wir haben selbst in Full HD kaum über 40 FPS. Mit der XT schaffen wir es dann etwas über 40, allerdings immer noch nicht wirklich angenehm spielbar. Sollte man das wirklich ernsthaft versuchen, so zu spielen, würde ich eher dazu raten, die Einstellungen etwas zu reduzieren. Dann läuft das Ganze auch nochmal ein gutes Stück besser. Hier ist irgendwie auch nochmal ein Stück schneller. Hier sehen wir auch wieder Verbesserungen von etwa 10%. Je nach Szene ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, wie hier zu sehen ist. Als letzten Titel haben wir uns Forza Horizon 4 ausgesucht. Das läuft ebenfalls relativ gut, allerdings ein bisschen besser bei Nvidia-Grafikkarten. Hier ebenfalls in WQHD mit maximalen Details und man muss auch sagen, das Spiel sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Mit den beiden schnelleren Karten wird die Differenz noch mal etwas höher. Das heißt, wir haben hier etwa 10-15% Unterschied. Ja, das war es erstmal zu unserem Testvideo bzw. Vergleichsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.